Vielen Dank, dass Sie Officer Shortrigg gerettet haben. Nicht erst auf einmal. Hier geht es nicht, froh, dass Sie Rani retten konnten. Danke, jetzt weiß ich nicht, was ihr gesagt habt, beide. Rani und der andere, da habe ich nicht mitbekommen, war jetzt aber zu viel Input. Nacheinander bitte, ja? Nächster Versuch. Chief Elizer möchte bestimmt mit Ihnen reden. Möglich. Ich habe die Haupttür im Blick. Den kann ich auch killen, komm dir eine, Leute. Echt jetzt. Haben Sie dieses goldene Zeug gesehen, das Sie Danke, machen? Danke, dass Sie Rani gerettet haben. Wunderschön. Es gibt bestimmt aber noch andere. Mir Angst. Wir müssen so wie viele wie möglich in Chief Sicherheit Elizer bringen. Chief Elizer erwartet Sie. Tja, jetzt muss ich also ein paar Leute herbringen, die ich gerettet habe, oder was? Wobei, ist ja bloß eigentlich meine Olle da bei mir im Büro, die mich jetzt sowieso hassen wird, wenn wir dann zusammen uns die Nachricht anhören. Kann man also auch lassen, eigentlich. Du bist kein Sicherheitschef. Captain Elizer will Sie bestimmt sehen. Wir haben erst vor kurzem erfahren, dass Sie noch auf der Station sind. Captain. Gasmagier. Ach, guck mal hier, wozu Passwort? Wenn man ein Genie im Hacken ist. Ja, wurde auch nicht ganz so genieartig. C. Auf jetzt zurück. Da, ba, 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 ba. Schneller! C. So. Aber siehst du, ich war noch überhaupt nicht auf der Brücke gewesen. Da komme ich jetzt wahrscheinlich auch demnächst, wenn ich den Captain jetzt auch habe und so weiter und so fort. Käfig öffnen. Dr. Igwe hatte Glück. Sie kamen genau zum richtigen Zeitpunkt. So, hast du recht. Jetzt müsst ihr beide auf sein, ne? Danke, dass Sie Chaudhry gerettet haben, Ruhe. Dr. Yu. Sie hat uns Ruhe. Von den Telepathen erzählt. Wer ist Chaudhry? Keine Ahnung. Außentür verschweißt. Mr. Magil oder Magil oder was immer. Wir haben sicherheitshalber die Elektronik deaktiviert, die zum Öffnen der Außentür von Frachtraum B benötigt wird. Und die Tür zusätzlich verschweißt. Wenn dieser Frachtraum ausschließlich der Lagerung dient, wollen wir sichergehen, dass er nicht versehentlich geöffnet wird. Es ist praktisch unmöglich, den Öffnungsmechanismus der Tür wieder voll funktionsfähig zu machen. Vielen Dank. Ungeklärter Vorfall in der Guts. Jo, was gefunden? Hey Anders, habt ihr eine Nachricht wegen der verpatzten Lieferung erhalten? Ich habe einen Technik-Operator losgeschickt und was Komisches ist passiert. Laut Telemetrie ist er angeblich in ein energetisches Raster gedraten. Solche Messwerte habe ich noch nie gesehen. Vielleicht irgendwie ein Nebeneffekt von einem Psychotronik-Experiment, ja? Jedenfalls kam der Operator durch und konnte auch mit der Untersuchung beginnen, aber kurz danach hat er nicht mehr reagiert. Ich muss einen Menschen einen Blick drauf werfen lassen, ah doch. Aber unsere Leute sind mit einem kritischen Treibstofftransport beschäftigt. Sobald er durch ist, schicke ich jemanden los, der der Sache nachgeht. Danke. Verhängnisvoller Unfall. Es gab eine Explosion im Frachtraum A. Nicht B, sondern A. Die Außentüren sind beschädigt. Alle Schotten wurden automatisch versiegelt, aber ein paar meiner Leute werden noch vermisst. Dr. Igwe aus der Psychiatronik war im Frachtraum und ist auch verschwunden. Hab ich gefunden. Ekaterina behauptet, eine fliegende Kugel sei zum Container mit der Chlortrifluorid geschwebt, mit dem Chlorid, und dort explodiert. Vermutlich eine Art statische Entladung, aber eigentlich waren die Dämpfe aktiv. Kurz danach gab es Folgedetonation am Treibstofflager. Das konnte ich allerdings versiegeln und niemand hat sie dort aufgehalten. Irgendwas stimmt hier nicht. Niemand ruft mich zurück. Melden Sie sich, sobald Sie diese Nachricht erhalten haben. Ich schicke den Rest meiner Leute sicherheitshalber in die Lebenserhaltung. Denn da kann man Leben erhalten. Ah, toll. Was hat's ja gebracht hier? Danke. 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 Aha. Ich kann gleich wieder zum Recycler latschen. Hier, guck mal. Weil ihr euch wahrscheinlich auch nicht verschützen könnt. Ich sehe das doch. Ich habe gehört, dass Dr. Igwe in einer Frachtkiste außerhalb des Schiffs geschwebt hat. Ja. Wäre er dort geblieben, hätte er sicher länger überlebt als wir alle hier. Na. Naja, da ja der Sauerstoff alle war, glaube ich weniger. Gute Dame. Zu wenig bloß? Da jetzt mehr eingesammelt irgendwie. Ach so, da. War noch ein Teil. Gut. So. Yum, 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 yum. Warte mal eben. Aha. Uah. Ich muss da hin. Ich muss meinen Leuten noch ein Geschütz geben.
Das brauchen die bestimmt. Möglichst viele Geschütze da positionieren. Ich will, dass die einigermaßen sicher sind. Das ist auch schon kaputt da vorne. Ah ja, man kann es auch draußen stellen, ist schon richtig. Dann zumachen, dann draußen ballern lassen. Aber auch innen drin sollte man vielleicht ein bisschen Sicherheit haben, daher. Ne? Ich bin voll gnädig zu euch. Nein, nicht hacken. Raus, ich will nicht hacken. Oh. Mist. Wie ich jetzt weiß, durch einen Kommentar, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat leider, aber er weiß es trotzdem. Das Hacken bringt mir den Vorteil, dass wenn ich bereits als Alien identifiziert werde von den ganzen Geschützen, nach dem Hacken ist es nicht mehr der Fall. Das ist der ganze Sinn des Hackens, wie ich inzwischen weiß. Danke für die Info, wer auch immer es nochmal leicht gesagt hatte. Ich habe es echt vergessen, tut mir leid. Oh, da ist eine Notiz drunter, oder? Doch. Na, auch gut. Hallo Jessica, es ist mal wieder soweit. Melden Sie sich im Reployer an. Ach so. Wenn Sie in die Käfige müssen. Sagen Sie nicht weiter, sonst komme ich da dumm da. Okay, oh gut, das habe ich ja problematlos, ohne irgendwie irgendwas einfach so gemacht. Recyclerladung, hilft alles nichts. Alle mal zur Seite treten. Danke. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Man kommt dem echt nicht anders ran als so. Ja, schon mal gut. Also neuere Mod ist immer in Ordnung. Das kann man durchaus akzeptieren dann. Ah. Wieder was für die Recycler-Bank. Ah, noch was. Doch. Tausche eine Recycler-EMP-Ladung-Dingens gegen neuere Mod. Das kann man durchaus machen. Da habe ich absolut kein schlechtes Gewissen. Zack, 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 flup, flup. So, nix doppelt, nein. Nochmal recyceln. So. Terminal? Warte kurz. Ist das jetzt außerhalb oder hier? Ah, nee, ist draußen. Da will ich ja nun nicht hin. Hui. Also dann, Tür zumachen. Wir wollen ja keinen Eindringling haben, ne? Was? Mach du mal zu. Wir haben Equis Sachen überprüft. Ja. Alles echt, keine organische Substanz. Na toll. Wenn ich jetzt hier mal rumgeistere und das hier aufmache, bringe ich ja eigentlich alle in Gefahr, ne? Gut, kann eh nicht. Aber ja, das würde ich wohl. Das ist der Außenbereich. Ah. Guck einer an. Wer bist du? Kann nicht durchscannen. Na gut. Trotzdem würde ich die Tür hier vielleicht zumachen. Doch. Müsste eigentlich gehen. Mach sie mal zu, so sicherheitshalber. Ach so. Geh doch zu von alleine. Also mach die, versiegel die mal, will ich damit sagen, ne? Ist euer eigenen Besten und so. Danke, dass Sie Chaudhry gerettet haben. Ist noch arg mitgenommen. Die Dinger waren wohl in ihrem... Bin ich jetzt eigentlich auf der Brücke irgendwie schon? Hat so vielleicht einen Eindruck, als wenn es Brücke wäre von dem... Was macht es? Da vorne. Oh mein Gott, hat es... Ich glaube, mir wird schlecht. Es hat gerade noch so ein Ding erschaffen. Es hat es aus Enochs Leiche gezogen. Ah. Leiche? Ich weiß nicht. Es hat ihn vielleicht gerettet. Könnte immer noch Enoch sein. Nein. Sieht das etwa so aus? Sam, versprich mir, dass du mich tötest, falls ich je so enden sollte. Sarah wird uns hier rausholen. Sie hat uns so weit gebracht. Wir sind hier sicher. Vorerst. Ich mach mal einen Rundgang. Ah, ich hab's mir gleich angeguckt, was sie gemacht haben hier. Als offenbar habe ich jetzt gerade gesehen, warum manche Menschen als so ein Vieh rumlaufen, weil einfach die Leiche genommen wird von denen und von so einem Weber offensichtlich dann zu einem Teil von gemacht wird. Immerhin mache ich meinen Job. Captain Elazar ist da drüben. Aber ich habe nichts gesagt. Hm. Ich würde gerne hin, die alle tot machen. Ich kann das, Leute. Ich krieg das hin. Hey, Katharina, ist alles okay? Warte mal kurz. Ja. Chief, Rose hier. Ich habe Raum 1 durchsucht. Nichts. Wie verlässlich ist Ihre Quelle? Verlässlich.
Durchsuchen Sie den Bereich nochmal. Der Schmuggler will die Schmugglerware angeblich beim nächsten Zyklus von Bord schaffen. Wenn Sie mir einen dieser schicken Helme aus der Psychotronik besorgen könnten, würde das die Dinge beschleunigen. Nicht lustig. Tut mir leid. Durchsuchen Sie den Bereich nochmal und erstatten Sie Bericht. Elisa, Ende. Ich danke dir, Al. Hätten Sie Ach Leute, ehrlich, das ist total irritierend. Die Stimme auf einmal überall. Dr. Yu. Von diesen Dingern Leute. Kontrolliert zu werden. Es war, als würde ich mir zusehen, Leute. Aber meine Stimme, sie war in mir gefangen. Ich habe mich gerettet. Ich wollte schreien, aber nicht mal das ging. Oh Leute, es ich fühlte sich komm an, nicht klar. Als würde ich ertrinken. Ich habe mich wohl blendet. In mir selbst. Hört mal auf damit. Ich habe gehört, dass ein paar andere Sicherheitsleute, Teak, Rammer, sie haben es nicht geschafft. Es sind bestimmt hier Teile es der Menschen. Es muss einen Weg hier rausgehen. Halten Sappel. Sind ihr bestimmt Teile von den Menschen, die ich vor diesen, na ihr wisst schon, die Kopfexplosionsdinger da, die von den Telepathen kontrolliert wurden, oder? Das wäre gerade sinnvoll, weil ich habe diesen Namen überhaupt nicht im Kopf. Und ich habe ja zwei oder dreimal so viel getötet, ohne dabei viele andere sterben zu lassen, auch im Arboretum halt. Und einige davon könnten jetzt hier aufgetaucht sein, wobei jetzt hier sehr wenig Leute sind gerade, also. Da sind nicht alle von denen dort auf jeden Fall, aber das ist, glaube ich, die beste Erklärung, warum die jetzt alle hier sind und... Das sind die Vorräte der Sicherheitsleute. Die sind nicht für sie. Oh. Verzeihung. Ich gebe jetzt... Wie kann ich es zurückgeben? Ich wollte das... Tut mir leid. Ich brauche es ja auch gar nicht, eigentlich. Morgen? Ich dachte... Och, ehrlich, schon wieder... Ich weiß nicht, was ich dachte. Schön, Sie zu sehen. Stellt Transtar eine Rettungsmission Leute, zusammen? Nicht alle auf einmal, ich verstehe kein Wort. Ich war im Treibstofflager, als das Feuer ausbrach und alle wegrannten. Ist das doof. Aber sie rannten nicht vor dem Feuer weg, sondern vor diesen Gestalten. Ich hatte das Feuer eingedämmt und wollte zum Treibstofflager, als L. Officer Rose kam und mich rausholte. Gott sei Dank. Ich wusste nicht, was los war. Danke. Nichts von diesen Dingern. Jetzt habe ich keinen Plan, was Ike von mir wollte. Alle, mit denen ich gearbeitet habe, sind tot, oder? Vielleicht war ja eine der Kreaturen für die Explosion im Treibstofflager verantwortlich. Sind sie intelligent? Haben sie das geplant? Ich habe gehört, dass alle Fluchtkapseln defekt sind. Halt mal einen Sappel jetzt. Wie ist das möglich? Also, das ist echt extrem schlecht gemacht hier von dem Programmierer. Muss ich mal einfach so sagen, wie es ist? Das ist all durcheinander quatscht und man nichts mehr mitbekommt. Wenn ich doch nur die Stromversorgung rechtzeitig erreicht hätte. Man nichts mehr mitbekommt hier. Das ist unglaublich nervig. Das muss es. Unglaublich nervig. Vor allem, weil Dr. Ifera was Richtiges gesagt haben könnte wegen wie der Mission. Wie ist das alles passiert? Ich weiß nichts davon jetzt, weil weder der Untertitel zu sehen von ihm noch eher groß zu verstehen war. Weil, ach, meine Fresse. Unfallbericht, also ist mir egal jetzt. Ist echt schlimm. Oh Mann, Smiley ein trauriger. Guten Morgen. Vorhin ist das Transport-Shuttle mit der Lieferung Chlorotyrup eingetroffen. Sie wurde abgeladen und wartet im Frachtraum A auf Sie. Machen Sie sich bitte heute zu Beginn Ihrer heutigen Schicht mit den entsprechenden Verhaltensprotokollen vertraut. Sie werden nämlich an die Glücklichen sein, die diese Lieferung zum Treibstofflager eskortieren dürfen. Ich muss Sie vermutlich nicht daran erinnern... Wo sind diese Dinger hergekommen? Was Chlorid anrichten kann, wenn es nicht ordnungsgemäß behandelt wird. Fragen Sie einfach Enoch. Gehen Sie... Hallo, Klappe jetzt da draußen. Gehen Sie nach Protokollfront, alles wird gut. Sobald die Lieferung gesichert ist, können Sie den Rest Ihrer Schicht frei nehmen. Gern geschehen, sagt er. Mhm. Dr. Iquis vorübergehende Versetzung. Mr. Wildman. Dr. Dario Ikwe wird vorübergehend Ihrer Abteilung zugewiesen. Ich habe ihn gebeten, Ihnen nicht im Weg zu stehen und Kontakt mit dem Frachtraumpersonal zu vermeiden. Ich möchte, dass er sich um einige eintreffende Materialien kümmert. Seine Arbeit ist vertraulich und er untersteht persönlich mir. Wenden Sie sich bei Fragen und Problemen also bitte direkt an mein Büro. Vielen Dank. Dr. Sylvain Bellamy, der schon längst tot ist, in der Leichenkammer liegt. Nehmen die mal, ne? Sie ist ja bestimmt nicht privat hier. Auch das hier solltet ihr vielleicht mal einfach sichern. Aha. Ach so. Hätten ihr mit mir machen können gerade, oder mich mit Containern hochfahren? Wobei, ne, ja, schon war ja alle gewesen. Mal zu das Ding da unten. Das ist voll gefährlich hier. Ich muss alle sterben und ich einzige bin, der überlebt am Ende, weil die so dumm agieren alle. Ich würde gerne ein bisschen mehr Zeug abgeben, wisst ihr? Dass sie Enoch einfach aufgezerrt und zu einem der ihren gemacht haben. Ist es das, was sie wollen? Kann ich irgendwas geben von meinem Zeug? Ich meine, ich teile ja wirklich hier, ne?
fallen lassen. Nehmen. Ne. Ich pupse ein bisschen was aus. Ne? Vielleicht bringt das sogar irgendwas. Zu Karma-Punkte. X. Hier alles davon. Veggie-Mix. Da. Ich wollte euch ja nichts wegnehmen. Bitteschön.